Ja, hallo meine Freunde der Sonne. Weiter geht's mit Two Points Hospital. Ich weiß nicht, was sie hier macht. Sie sollte eigentlich hier nicht im Krankenhaus einfach mitten auf dem Gang schlafen. Das finde ich nicht sehr schön. Da steht zwar, dass sie stirbt, aber es ist einfach Unfug, das ist gelogen. In meinem Krankenhaus stirbt keiner. Ich denke mal, sie schläft einfach. Sag ich doch, sie schläft einfach, genau. Und ja, weiter geht's. Wir müssen uns jetzt um neue Abteilungen kümmern. Definitiv. Hier die Marketingabteilung, das läuft noch. Weil ich möchte jetzt gerne die Entwässerungsanlage bauen. Dafür brauchen wir aber eine neue Abteilung. Also sprich, neues Grundstück. Ich bin gerade am überlegen, was für ein Grundstück wir hier nehmen. Also hier haben wir natürlich den Vorteil, die Leute laufen direkt dann, ich weiß halt nicht, kommt dann hier irgendwie ein Durchgang? Nee, ne? Heißt, sie müssen jetzt hier lang laufen? Ah, ist auch doof, ne? Ah, das Grundstück ist zu klein. Sieht hier aus, das ist auch zu klein. Ja, wäre eigentlich das Grundstück am besten, ne? Ein Arzt wird in der Arztpraxis benötigt. Also eigentlich wäre das Grundstück hier am besten. Ja, aber okay. Wir müssen jetzt erstmal warten, dass wir hier ein bisschen Geld einspielen können. Ja, okay. Das ist jetzt gerade erstmal das Wichtige. Sonst wird das hier nichts. Wie sieht es denn eigentlich mit unseren Ärzten aus? Die... Okay, kann noch nicht weitergebildet werden. Sehe ich gerade nicht. Aber was wir machen können, wir können bei ihr schon mal das Gehalt hier erhöhen. Alter, bitte, was? Okay. Wie sieht's denn hier aus? Wir brauchen irgendwie noch eine bessere Einnahmequelle und dafür möchte ich ja auch das neue Zimmer bauen. Wir können natürlich auch jetzt sagen, okay, wir bauen hier das Spritzenhaus hin. Das Problem ist, für das Spritzenhaus müssten wir dann wieder eine Werbekampagne machen, weil irgendwie wollen noch nicht so viel zum Spritzenhaus. Weil hier läuft es eigentlich auch einigermaßen. Wie sieht denn das eigentlich hier oben aus? Okay. Toiletten müssen regelmäßig gewartet werden. Okay, das geht noch. Können wir versuchen, ja, komm. Können wir versuchen. Vielleicht schaffen wir das, ja. Ja, Spitzenhaus benötigt, ich weiß. Problem ist, ah Mann, okay, also wir sollten vielleicht doch eher das Spitzenhaus jetzt hier bauen. So. Allein schon das Spritzenhaus, dass die ganzen Leute, dass wir die nicht immer wieder nach Hause schicken müssen. Auch wenn es jetzt nicht viel Personal, also nicht viele Patienten sind. Aber ich glaube besser. Ein Hausmeister wird für die
Reparatur des Megascanners benötigt. So, dann machen wir hier nochmal ein Poster schon hin. Dann machen wir hier auch nochmal ein Poster schon hin. Nein, wird er nicht. Das ist gelogen. Hören Sie auf zu lügen. Ich möchte das nicht. Stuhl kriegt man nirgendwo mehr, oder? Nee, kriegt man nirgendwo mehr hin. Okay. So, für das Spritzenhaus brauchen wir, glaube ich, einen Arzt oder einen Pfleger. Ich muss jetzt nochmal gucken. Brauchen wir einen Pfleger mit Behandlungstechnik. Okay. Nee. Ja, der hat halt das mit drin, das ist total scheiße. Achtung, das Wasserlassen an willkürlichen Stellen im Krankenhaus ist nicht gestattet. Nein. Können wir uns gerade nicht leisten, das müssen wir auch mal machen. Ich bin halt gerade am überlegen, ob wir vielleicht nochmal einen Kredit aufnehmen. Na komm. Gut, wisst ihr was? Dann nehmen wir die. Die bilden wir direkt weiter. Dass sie in Spritzenhaus arbeiten kann. Hier, Spritzenverwaltung. So. Und das war's. Könnte sich bitte ein Assistent beim Marketing einfinden? Nein. Und das Zimmer, ja gut, das können wir jetzt erstmal lassen, das ist okay. Können wir jetzt erstmal auflassen, das ist okay. Morgen jemand Bürgermeisterin Tabitha Windsock bei ihrem Besuch eines der örtlichen Krankenhäuser gesichtet? Tja, es ist wohl nie zu früh. Wir haben also halt hier auch noch ein bisschen Platz, ne? Ich bin am überlegen, was wir hier jetzt bauen könnten. Und wir müssen jetzt erstmal auf die Gutste warten, dass sie ihre Ausbildung schafft. Vielleicht schafft sie die ja gar nicht, Mensch. Ihre Weiterbildung. Reinigung erforderlich. Toter Patient auf dem Flur. Ja, Entwässerungsanlage. Ich weiß. Wow, bringt mir auch nichts. Okay. Hier wird noch schön weiter geforscht. Das ist sehr schön. Ja, ich würde gerne eine Marketingkampagne starten, aber ich will das Geld auch ein bisschen sparen, ne? Wenn wir jetzt wieder eine Marketingkampagne starten, ist auch doof. So, und sie arbeitet jetzt, Jobs, sie arbeitet jetzt erstmal nur im Spritzenhaus, würde ich sagen. So, damit haben wir das auch schon mal abgedeckt. Halt. Aber das ist halt das, was ich meine. In dem Spritzenhaus, jetzt habe ich ein Spritzenhaus, aber irgendwie wollen die Leute da nicht rein. So wirklich. Wartung im Pausenzimmer erforderlich. Warte mal, wie viele Allgemeinmediziner? Wir haben 2, 3 Allgemeinmediziner und das reicht nicht. Okay. Jawohl, jetzt. Na, guck mal. Aber was wir machen können eigentlich ist, die Preise zu erhöhen. Bei der Diagnose können wir die Preise erhöhen. Bei der Allgemeindiagnose können wir auch mal die Preise erhöhen. Station könnten wir auch einmal die Preise erhöhen. Psychiatrie können wir die Preise erhöhen. Können wir die Preise erhöhen.
Megascanner können wir auch mal ein bisschen erhöhen. Kaffee? Nee. Das lassen wir alles, ist okay. Und für einzelne Krankheiten, Preise finde ich jetzt auch so. Ja, für einzelne Krankheiten, Preise finde ich doof. Haben wir eigentlich nicht. Ja, doch, lassen wir so. So ist okay. Entwässerungsanlage und Farbtherapie. Stimmt, wir könnten hier die Farbtherapie hinmachen, ne? Das würde auch noch funktionieren. Behandlung ist gescheitert. Patient tot. Es geht doch nichts über eine Dose Burp. Und jetzt gibt es Burp sogar in drei verschiedenen Geschmacksrichtungen. Warte mal, doch, hier sind die Richtlinien, ne? Nee, hier. Öffnen halt. Öffnen Sie den Mund und lassen Sie es krachen mit Burp. 24 Stunden am Tag. Das ist Radio 2Point. Machen wir mal hier. Problem ist, wenn wir das hier auf 100 setzen, das heißt, die Leute gehen viel, viel öfter zum Allgemeinmediziner, ne? Machen wir mal hier 70. Ja, das können wir machen. Damit können wir unsere Allgemeinmediziner ein bisschen entlasten. Machen wir mal so. So, das muss ich natürlich jetzt erstmal einpendeln. Okay. Ist okay, kann nicht mitleben. Das ist halt das, was ich meine. Jetzt haben wir ein Spritzenhaus und hier kommt irgendwie jedes Jahr ein Patient hin. Das ist halt... Und natürlich kostet unser Spritzenhaus auch Geld, ne? Können wir machen, ja. Wir versuchen es mal. Apotheke erstmal nach Hause schicken. So, und dann würde ich sogar schon fast sagen, dass wir hier die Leute verlangen ja. Ja, Apotheke ist halt aussinnlos, ne? Obwohl, irgendwie habe ich das Gefühl, jetzt wollen alle zur Apotheke. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie habe ich das Gefühl, jetzt wollen alle Leute zur Apotheke. Und sobald ich eine Apotheke baue, so ist es hier mit der Farbtherapie auch, sobald ich eine Apotheke habe, will kein Schwein mehr zur Apotheke. Wir müssen mehr Werbung, glaube ich, für unsere Frakturenstation erstmal machen und mehr Werbung für unsere Frakturenstation und für unser normales Krankenhauszimmer. Also und für unsere Krankenstation sollten wir, glaube ich, anfangen, mehr Werbung zu machen, weil irgendwie habe ich das Gefühl, es reicht noch nicht. Und das ist eigentlich eine relativ sichere Einnahmequelle, weil wir haben hier genug Betten. Scheiße, können wir lassen. Heikle Minuten. Mittlerweile habe ich mich mit meinem bevorstehenden Tod abgefunden und bin bereit, das Paket zu öffnen. Nach dem nächsten Song werde ich es hinter mir haben.
Das ist halt das, was ich meine, ne? Das ist halt so sinnlos. Jetzt haben wir hier in so ein scheiß Spritzenhaus und irgendwie jedes halbe Jahr kommt hier ein Patient hin. Aber wenn ich das Spritzenhaus nicht habe, wollen auf einmal alle zum Spritzenhaus. Ah, Spritzenhaus werft natürlich auch extrem viel Geld ab, ne? Eigentlich wäre es schon sinnlos, sinnvoll, wenn wir fürs Spritzenhaus Werbung machen. Ja, 3 von 7 habe ich nur geheilt, okay. Bisschen schlecht. Bisschen sehr schlecht. Also 3 von 7 ist wirklich jetzt nicht so gut. Oh, wir können nochmal hier kurz gucken. Brauchen wir erstmal nicht, brauchen wir nicht. Wir entschuldigen uns für den Müll, den Sie auf unserem Boden verteilt haben. Das ist halt sinnlos, ne? Das, die Kombination ist halt komplett sinnlos. Okay, wir gehen jetzt mal auf eine Farbtherapie. Passt mal auf, wir bauen jetzt hier eine Farbtherapie hin. Ach, scheiße, 4x3. Okay. Nee, das ist scheiße. Eine Apotheke wäre hier noch möglich. Machen wir hier wieder eine Apotheke hin. So, einen Heizkörper können wir. Machen wir mal hier hin. Kaffeemaschine stellen wir hier mit hin. Ein Stuhl stellen wir hier mit hin. So. Ich bin gerade am überlegen, gibt es eine Apothekenausbildung? Ich glaube nicht, ne? Also doch, oder? Doch, Apothekenausbildung gibt es, glaube ich, ne? So, lass mal erstmal so. Ist zwar nur ein Dreierraum, aber okay. Boah, jetzt muss ich echt mal gucken. Gibt es eine Apothekenausbildung? Ich glaube schon, ne? Ja, Apothekenverwaltung hier. Sollen wir dann erstmal einen ohne Ausbildung nehmen? Ein Krankenpfleger wird auf der Station benötigt. Könnte man auch langsam mal hier reparieren wieder. So. Das ist nicht schlecht. Machen wir es mal so. Warte mal, pass mal auf, Gutste. Du gehst mal direkt zur Weiterbildung und machst mal hier Apotheke. So. Hier kommt ein Heli, Mann. Ah, okay, das ist okay. Der die Weiterbildung macht. Okay. Stromfosen, Filme gesehen? Die sind vermutlich der Grund, warum diese Leute überhaupt im. Was machen wir hier rein, ne? Wir haben hier halt noch Platz. Das Einzige, was wir machen könnten, wir könnten. Wir entschuldigen uns für den Müll, den Sie auf unserem Boden verteilt haben. So geil, wie der läuft, ey. Ah, schön. Auch nie, warte mal, ist auch nicht ganz richtig hier, ne, oder? Warte mal. Die Skulptur muss noch ein bisschen hier hin, glaube. Nee, aber oder? Doch, ich glaube, so ist es richtig jetzt. Nee.
Hey, warte mal, wenn ich die Skulptur jetzt hier hin mache, steht er hier? Achso, hier die Gutste, ne? Ist die fertig? Ne, okay, die ist noch dabei. Wunderbar. Könnte sich bitte ein Assistent beim Marketing einfinden? Nein. Okay, dann machen wir bei ihr jetzt direkt nur erstmal Apothekenverwaltung. So. Und... ja, können wir machen. Das wollte ich gerade eh machen. Eine Marketing-Kampagne. Ja, sollen wir jetzt für Spritzenhaus mal einen starten? Komm, machen wir mal für Spritzenhaus. Komm, machen wir mal eh, ne? Wäre echt schön, wenn mein Gehalt auch so steigen würde, ne? Also muss ich ganz ehrlich sagen, da wäre ich wirklich mehr als zufrieden. Okay, ist auch gleich fertig hier. Wunderbar, dann können wir mal hier Geld wieder erforschen. Bei denen läuft alles. Die hat gerade Pause. Ja, wir brauchen wirklich langsam die Entwässerungsanlage. Definitiv. Wir müssen echt langsam mal gucken, dass wir die Entwässerungsanlage bauen. Psychiatrie, bitte. Kommando zurück. Es war ein Fehlalarm. Der mysteriöse Feind hat sich als Freund herausgestellt. Denn das Paket war voller selbstgebackener Kekse von Mama Wolf. Ah, danke, Mama. Hoffentlich war die heutige Sendung eine gute Lektion im Umgang mit unidentifizierten Also bis jetzt, Paketen, boah, Alter, what the fuck? Verdächtigen Objekten und Geschenken aus dem Familienkreis. Kann man eigentlich mal verbessern, Zeit, ne? Zeit für eine Kekspause. Naja, obwohl... würde ich doch lieber sagen, den Megascanner. Und das Röntgengerät verbessern wir. Ja, wir verbessern jetzt lieber mal die zwei Geräte, weil die doch relativ häufig genutzt werden. In der Psychiatrie wird ein Arzt verlangt. Aber bis jetzt muss ich irgendwie sagen... boah, Alter, what the fuck? Das nutze ich ja mega schnell hier ab. Aber irgendwie verstehe ich die Kampagne nicht. Wieso kommen jetzt keine zum Spritzenhaus? Das ist voll nervig, ne? Na gut. Okay, sie repariert gerade. Ich wollte gerade sagen. Krankenpfleger zur Station, bitte. Forschung abgeschlossen. Wunderbar. Was wir direkt machen, ist nix. Ich würde sagen, wieder Geld ein bisschen forschen. Wäre vielleicht gar nicht so schlecht, ne? Komm, mach mal wieder ein bisschen Geld. Ist nicht schlecht. Man könnte jetzt eigentlich extrem viele Dingsabteilungen bauen, ne? Man könnte jetzt richtig viele Forschungsabteilungen bauen und die nur Geld forschen die ganze Zeit. Ein Arzt wird in der Topferei benötigt.
Warte mal, wie viele Forscher haben wir? Haben wir nicht mehr Forscher? Er arbeitet gerade in der Forschungsabteilung. Achso, und er macht eine. Okay. Sie macht eine Pause. Okay. Das Wasserlassen an willkürlichen Stellen im Krankenhaus ist nicht gestattet. Okay, Megascanner ist jetzt auf 2. Das ist sehr gut. Hier wird es noch gerade verbessert. Das ist auch nicht schlecht. Nee, machen wir gerade mal nicht. Sie hören Nigel Bickleworth. Auf Radio Two Point. Hallo, meine vertrauensvollen Hörerinnen und Hörer. Ich bin Sir Nigel Bickleworth, Held der kulturellen Eliten. Und ich bin hier, um Ihr Radio mit tiefen Einsichten... Ab hier, ne? Ah, hier war es irgendwo. ...zu beehren. Da. Hammert's doch. Da hammert's doch, Mensch. Okay. Ein Arzt wird in der Topferei benötigt. Leuchtungslinie, ja, haben wir ja nicht, ne? Ja, die Spritzenkampagne hat jetzt nicht so viel gebracht, ne? Könnte aber auch einfach dran liegen, dass die Leute einfach in der Warteschlange noch warten. Was ist eigentlich mit denen? Wieso ist denn der... Schöne Umgebung plus 0%. Das freut mich doch. Wir haben halt hier Leerlauf, ne? Wir brauchen wirklich viel, viel mehr, die zur Frakturenstation gehen, die Krankenstation gehen. Warte mal, ich glaube, wir haben... Jetzt muss ich mal ganz kurz hier gucken. Station 2 sind hier nämlich ein paar, ne? Genau hier. Ihr zwei könnt schon mal Station 2 erlernen. Auch wenn ihr mich jetzt wieder mehr Geld kostet, aber habe irgendwann die Hoffnung, dass da mehr Leute auch hinkommen. Okay, okay. Okay, der Ruf steigt ja auch so ganz, ganz, ganz langsam, ne? Bitte hinterlassen Sie die Toiletten in dem Zustand, in dem Sie sie vorfinden möchten. Und nicht, wie Sie erwarten, sie tatsächlich vorzufinden. Wieso kein aufsteigender Stern? Was soll denn das? Gut. Ja. Also Spritzenhaus, das, ja, irgendwie die Abteilung, ist noch nie, also die Kampagne hat noch nicht so ganz funktioniert. Wie schon gesagt, das kann aber auch einfach dran liegen, dass die Leute einfach hier in der Warteschlange warten. Da müssen wir noch ein bisschen gucken. Hier haben wir auch wieder welche in der Warteschlange. Das heißt, wir bräuchten auch langsam mal einen neuen, der hier vorne arbeiten kann. Könnten wir auch dann beim nächsten Mal verbessern. Ja, es ist noch relativ viel. Wir müssen auch noch wirklich langsam mal anfangen, dass wir Entwässerungsanlage bauen, ne? Dass wir da mal weiterkommen. Und ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wir sehen uns definitiv, dativ, akkusativ in der nächsten Aufnahme. Bis dann, haut rein und tschüss.